ein bisschen ridiculous, dass wir jetzt so einen Riesenteil bekommen haben. Ich bin super nervös. Wir haben Badewanne. Ich glaube, ich habe die noch nie gegessen, aber ich weiß noch, was ich geil finde. Die erste Nacht in der neuen Wohnung war, naja, sagen wir mal okay. Man sagt ja immer, was man in der ersten Nacht in einem neuen Bett träumt, das wird wahr. Also wenn das der Fall ist, dann gnade mir Gott, denn ich habe einen so absurden Mist geträumt, kann das gar nicht wiedergeben. Müde, aber seltsam energetisch sind wir durch die Zeitumstellung sehr früh in die Arbeit gestartet und Arbeit gab es ja auch sehr viel. Ich habe als allererstes begonnen, die Küche zu putzen und einzuräumen, damit wir da wenigstens ein bisschen kochen und essen und trinken können. So viel Platz zu haben, das ist wirklich ein Segen. Wow. Ich bin heute aber mal wieder biblisch unterwegs. Aber ich meine es ernst. Obwohl meine Küche in der alten Wohnung vollkommen ausreichend war, war sie für zwei Personen irgendwann echte Zumutung. Kochen ist dann irgendwie eher eine zweckdienliche Sache, als dass es irgendwie Spaß macht. Und ich koche und backe wirklich gern. Aber Gott sei Dank wird das ja jetzt alles anders. Auch unser Bad gibt mir wirklich echte Spa-Vibes. Es ist so schön. Die einzige Sache ist, dass es irgendwie mieft. Und wir wissen nicht warum. Ich habe alle Abflüsse gründlich gereinigt, alles geschrubbt und trotzdem riecht es irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, wir bekommen das irgendwie noch in den Griff, weil es macht irgendwie keinen Sinn. Wir lüften sehr viel und es ist auch alles sehr neu. Ich meine, die Wohnung ist gerade mal 5 Jahre alt. Es ist mir ein Rätsel. Ich hatte immer so viel Angst. Da ist gar nichts. Komm doch hier. Hm? Oh, Mausi. Oh. So, die Waschmaschine steht. Perfekt. Den Rest müssen wir dann später noch aufbauen. Generell ist hier noch pures Chaos. Gerade wird noch der Tisch aufgebaut, damit wir was essen können. Ich habe heute schon das Bad hergerichtet. Hier ist noch alles beim Alten, ist auch saudunkel jetzt, kann man überhaupt nichts sehen. Die Katze hat sich eigentlich schon ganz gut eingelebt, die hat sich alles einmal angeguckt gestern und ihr geht's gut, aber wenn Dinge aufgebaut werden und irgendwas zu laut ist oder zu groß, dann hat sie Schiss. Provisorischerweise schlafen wir natürlich erstmal auf Matratze, wir haben das Bett noch nicht aufgebaut, weil wir erstmal einen riesengroßen Kleiderschrank von hier drüben irgendwie rüberbasteln müssen. Das wird sehr lustig, glaube ich. Keine Ahnung, wie wir das machen, aber irgendwie wird's schon. Ansonsten haben wir seit 3 Tagen nicht geduscht. Nehmen heute Abend das erste Bad in unserer neuen Badewanne. Und gibt's noch irgendwas Spektakuläres? Unser WLAN geht noch nicht. Und wird auch das gesamte Wochenende noch nicht gehen, weil erst am Dienstag nach dem Feiertag ein Techniker vorbeikommen kann. Internetentzug ist das Schlimmste. Am nächsten Tag und auch den Tagen darauf ging es dann natürlich weiter. Alles musste eingeräumt werden. Vorratskammer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Auf einmal gibt es so mega viele Räume. Und obwohl alles wirklich sehr, sehr anstrengend war und wir am Ende des Tages immer Wackelpuddingkörper hatten, macht es auch einfach unglaublich viel Spaß. Unser Kleiderschrank, jetzt kommt's, ist zwar doppelt so groß wie der vorherige, aber komischerweise passen nicht mehr Klamotten rein. Durch dieses komische Ich-häng-alles-auf-System gibt's irgendwie kaum Stapelplatz für Klamotten. Klar, also don't get me wrong, ist schick, ne? Aber halt auch irgendwie unpraktisch.
geil, jetzt so viel Platz in der Küche zu haben. Man kann endlich in Ruhe was backen und hat mehrere Orte, wo man was abstellen kann. Premium. Ich wollte jetzt einen schnellen Apfelkuchen backen, weil meine Mama uns ganz viele Äpfel mitgebracht hat aus Cottbus. Das Problem ist, wir haben in der Nacht vergessen, die Butter rauszustellen. Und jetzt haben wir keine Butter. Das heißt, ich suche jetzt nach einem Rezept mit Öl. Mal sehen. Also sowas wie gesunde Ernährung gab es in den ersten Tagen nicht. Ah, Reis! Nicht nur, weil Feiertag war und wir nicht mega viel einkaufen gehen konnten, sondern auch, weil wir keinen Bock hatten und keine Zeit und keine Energie. Also Tiefkühlpizza it was. Ey, und Krautsalat, ja? Also ein bisschen Gemüse war auch dabei. Es ist ein paar Tage später und wir haben den größten Teil eingerichtet. Wir waren auch nochmal bei IKEA zusammen mit meiner Oma und haben ein Regal gekauft, das jetzt hier an der Seite steht und noch ein paar kleine Sachen, die wir so brauchten. Aber zum größten Teil sind wir jetzt wirklich eigentlich ziemlich vollständig eingerichtet. Es ist schon langsam gemütlich, man kann schon irgendwie sich kuschelig irgendwie auf die Couch setzen und ein paar Lichter anmachen und abends ist es wirklich sehr, sehr schön kuschelig und wir sind beide total glücklich, dass wir diese tolle Wohnung bekommen haben, dass alles so gut gelaufen ist und dass wir jetzt schon so weit sind und wirklich so gut eingerichtet, das hätten wir auch nicht gedacht. Wir haben mega, mega viel Unterstützung von unseren Familienmitgliedern und von Freunden gehabt und das ist was total Schönes, wofür wir total dankbar sind. Und meine Oma zum Beispiel hat mir jetzt auch gerade einen selbstgebastelten Kranz geschickt. Einen herbstlichen Kranz, der ist so schön. Den kann ich jetzt gleich, ich glaube, ich stelle den hier hin, obwohl die Katze schon wieder Interesse zeigt. Du sollst nicht auf den Tisch, Mausi. Geh mal runter. Kusch dich. Bis jetzt stehen hier noch sehr viele Verpackungen rum. Und Umzugskartons, Styropor etc. Also es gibt noch sehr viel Müll einfach, der teilweise in den Keller muss, teilweise auch nochmal auf den Wertstoffhof. Deswegen ist noch ein bisschen Chaos, aber das sind alles Kleinigkeiten, die jetzt Stück für Stück erledigt werden können. Ja, Katze, du schiebst schon wieder alles hin und her, ne? Ja. Fussel ist auch gut angekommen. Eigentlich fühlt sie sich total wohl. Nur wenn jemand das Treppenhaus hinaufkommt, ist ihr das irgendwie suspekt. Und dann verkriecht sie sich in den Bettkasten. Das ist jetzt ihr neuer Lieblingsort. Ich weiß nicht. Als das erste Mal, als sie da drin saß, waren wir so, wo ist die Katze? Weil in dieser großen Wohnung verlor man sie auf einmal mega schnell, weil überall Kisten waren und so. Und dann dachte ich immer, oh Gott, wo ist die Katze? Ist die jetzt doch irgendwie zur Tür raus? Ist die durch irgendein Fenster? Und ich werde dann immer total paranoid. Und wo sie am Ende war, war im Bettkasten. Sehr süß. Wir haben auch gestern auf dem Flohmarkt, wir waren auf so einem kleinen Trödelmarkt an der Messe hier in Leipzig,
Der war wirklich sehr trödelig, also da gab es jetzt nicht groß Möbel oder sowas, was man gerne haben wollte. Aber, warum mache ich so komische Zeichen? Aber wir haben zwei mega große, gut erhaltene Kisten für richtig wenig Geld bekommen. Diese Kiste hier, die jetzt das Bett für die Katze ist, da haben wir einfach ihr Kissen reingelegt. Die ist mega groß und da haben wir nochmal eine kleinere bekommen. Die hat 5 Euro gekostet und die kleinere 3 Euro. Also Schnäppchen, Leute. Eine Sache, die demnächst noch kommt, ist unser Sideboard. Da haben wir bereits eins bestellt. Bis jetzt steht unser Fernseher immer noch auf einer Umzugskiste, in der nichts Wertvolles mehr drin ist. Beim Möbelkauf haben wir natürlich ein Budget. Also wir können nicht jedes Möbelstück kaufen, das wir schön finden oder haben wollen. Logischerweise, wer kann das schon? Aber wir versuchen auch immer zu gucken, wo gibt es was, was gefällt uns, welche Art. Und dann gibt es ja öfter mal Schnäppchen. Oder man muss sich ein Möbelstück eine Weile lang angucken und recherchieren. Gibt es es noch woanders für einen besseren Preis? Wird es vielleicht demnächst irgendwann runtergesetzt? Und ungefähr so haben wir es mit fast allen Sachen, außer die jetzt bei IKEA waren, weil die haben einfach einen Festpreis, gemacht. Auch mit unseren elektronischen Sachen, wie zum Beispiel dem Kühlschrank. Der hat eigentlich im Original kostet der 1000 Euro. Als wir ihn das erste Mal dann online recherchiert hatten, war er bei 700 runtergesetzt und dann wurde er nochmal auf 600 Euro runtergesetzt und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir zuschlagen. Besser wird es wahrscheinlich nicht. Und ähnlich war es auch bei der Waschmaschine. Außerdem habe ich auch neulich schon den Balkon ein bisschen hergerichtet. Die vorherigen Mieter haben uns diese IKEA-Platten, die sie gekauft hatten, um den Balkon auszulegen, einfach dagelassen. Und auch noch so ein paar Steinchen, die sie genutzt haben, um die Seiten auszulegen, da wo die Platten nicht hingepasst haben. Und das lag alles an der Seite und ich habe dann erstmal angefangen, den Balkon richtig zu schrubben. Also mit Bürste und Wasser, weil überall Algen waren und es war alles schon grün und dreckig und es hat mir nicht gefallen. Und obwohl jetzt der Winter kommt und es wahrscheinlich im Frühjahr wieder genauso aussehen wird, musste mein ästhetisches Herz aber trotzdem etwas dagegen unternehmen, weil ich gerne rausgucken möchte auf einen schön gepflegten Balkon. Nächste Woche würde ich mit euch ganz gerne eine kleine Wohnungstour machen, auch wenn alles noch nicht perfekt steht. Finde ich, gibt es schon total viel zu sehen und im Laufe der Zeit werdet ihr ja dann eh sehen, wie sich hier alles verändert. Es ist so exciting! Hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Wohnung! Das hier wird unsere offizielle Wohnungstour. Unser Schlafzimmer ist das wahrscheinlich kleinste Zimmer dieser Wohnung. Es halt richtig hier drin. Ich finde es einfach geil, Vorratskammer zu haben. Mega super geil. Groß. Man guckt, wie gesagt, in den Hinterhof. Sweet breath, sweet breath.